Wunderschönen guten Morgen. Volle Kanne mit dem Start in einen entspannten Fernsehvormittag, den Sie womöglich auf Ihren offenen Stellen absitzen müssen, weil das Pflegepersonal mal wieder die Fernbedienung versteckt hat. Ich bin Bingo Brunsen und mit von der Party ist auch wieder unser Volle Kanne Gartenzwerg Elmar May. Servus Gandalf. Hallo Idiot. Elmar, was hast du denn heute Schönes für uns vorbereitet? Nix. Also nichts Schönes. Mensch, da bin ich ja schon mal gespannt wie ein Flitzebogen, aber auch sonst haben wir eine Menge zusammen vor. Auch das ist unser Vormittag. Beschneidung im Hobbykeller, Flex oder Stichsäge? Praktisch, Echthaartoupee aus Abflussresten. Und was tun mit toten Haustieren, das Hamstermobile? Sodala, da sind wir wieder zurück im Volle Kannengarten mit Elmar May. Elmar, warum geht's denn heute? Die jüngsten Lebensmittelskandale haben gezeigt, man muss nicht alles im Supermarkt kaufen. Ich gebe heute Tipps für die Kleintierhaltung im eigenen Garten. Mensch, der ist aber süß, oder? Darf ich mal streicheln? Fass mich an und du kriegst sofort einen auf die Fresse. Mensch, der Elmar, immer ein Scherz auf den Lippen, oder? Artgerechte Tierhaltung im Garten, schwieriges Thema, oder? Ähnlich wie artgerechte Seniorenhaltung, aber das kennen Sie ja von zu Hause. Elmar, da sollte man sich gut informieren, oder? Informieren, wieso? Sag mal, was riecht denn hier eigentlich so lecker? Bestimmt das Fresschen von unserem Langzahn, oder? Ich hab gefurzt. Elmar, was braucht denn eigentlich unser kleiner Racker hier, um sich so rundum wohl zu fühlen? Nicht viel, ab und an mal was zu knattern, ist ja ein Riesenrammler. Und wie bringst du es eigentlich fertig, so einen süßen kleinen Hoppelmoppel hier zu schlachten, Elmar? Ich geb den Scheißviechern Namen. Wieso, ich dachte gerade nicht. Es müssen die richtigen Namen sein, dann fällt das Abschlachten leicht, Ingo. Der heißt übrigens Ingo. Switch. Switch.